Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und es ist eine Sache, wo ich schon lange mal was drüber machen wollte. Ist euch mal aufgefallen, wie viele Diskussionen hier mit ganz zwei bestimmten Argumenten immer abgewürgt werden? Ihr habt ja wahrscheinlich keine Ahnung, was ich meine. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendeiner sagt, hey Leute, also unsere Ausländerpolitik ist schlecht, weil bla 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 bla. Vollkommen egal, was er sagt. Da wird in der Regel überhaupt nicht richtig drauf eingegangen. Dann kommen schon die Ersten an. Boah, der sagt was gegen die Ausländerpolitik. Das muss ja ein richtig scheiß Nazi sein. Alles rechts, alles Nazis, alles böse. Und lohnt sich ja überhaupt nicht anzuhören, was der sagt. Schlecht hier, weg hier. Am besten ganz nie wieder was von dem hören. Ja, alles Nazis. Das ist eine Sache, das können wir ja schon relativ lange, relativ gut. Bei allen möglichen Diskussionen, da wird ja oftmals gar nicht tatsächlich um das Thema mehr diskutiert, sondern es wird gleich mit dem Nazi-Hammer, nenne ich das jetzt einfach mal, draufgehauen, um alles, was irgendwie einem nicht passt oder wo man keinen Bock hat, was zu sagen, einfach mal, bam, Nazi-Hammer, gut, aus ist, Ruhe ist, ne? Dabei kann es ja mit Sicherheit nicht schaden, sich das mal anzuhören, was der Typ sagt. Und wenn das doch so scheiße ist, was da von sich gibt, ja, dann kann man das doch auch ohne den Nazi-Hammer irgendwie mit Argumenten klären, dass das nicht stimmt. Das kann ja nicht so schwierig sein, wenn das doch alles immer scheiße ist, oder? Das sieht man überall. Also das sieht man nicht nur unbedingt jetzt in Diskussionsrunden im Fernsehen irgendwie. Diese Geschichte sieht man auch in YouTube-Kommentaren, in Internetforen, überall. Und das können anscheinend Deutsche ziemlich gut sich untereinander als böse Nazis flamen. Das haben sie echt irgendwie drauf. Ich weiß auch nicht so genau, weshalb, aber irgendwie machen sie das anscheinend ziemlich gerne. Das nächste ist, das ist jetzt erst so in den letzten paar Jahren dazu gekommen, wenn jetzt irgendjemand sagt, also Leute, ganz ehrlich, ich bin gegen Internetsperren oder Einschränken irgendwelcher Internetseiten, dann kommen gleich die Ersten an, anstatt sich mal anzuhören, was der Kerl sagt, warum er das schlecht findet, kommen die an, nee, das kann nicht sein, dann bist du ja quasi für Kinderpornos, wir machen das ja nur, um die Kinder zu schützen und deswegen, das kann überhaupt nicht sein, deswegen bist du auch böse, du bist am besten noch Nazi plus Kinderporno-Gucker in einem, also das heißt, es lohnt sich schon mal gar nicht, darüber zu reden. Ja, das kommt natürlich dann auch immer sehr und ich finde das aus einem Grund nicht gut oder aus mehreren Gründen nicht gut, aber aus einem Hauptgrund finde ich das nicht gut, denn das sorgt einfach dafür, dass man über bestimmte Sachen einfach nicht redet und dass viele Leute ihre Sachen durchdrücken können mit irgendwelchen fadenscheinlichen Begründungen, so nach dem Motto, das hier ist gegen Nazis. Das hier ist, um die Kinder zu schützen. Da sagt doch auch keiner was dagegen, ja? Keiner, der halbwegs bei Verstand ist, wird sagen, nein, wir müssen unsere Kinder nicht schützen, wir wollen Kinderpornos fördern. Das wird auch keiner sagen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich damit irgendwas begründe, was eigentlich damit gar nichts zu tun hat, in der Hoffnung, dass dann keiner mehr was gegen sagt, oder ob ich wirklich darauf abziele, da was zu machen. Denn das sehe ich ja an vielen Stellen nicht unbedingt, ja. Wir müssen das hier sperren, wir müssen dies machen, wir müssen DNS-Einträge ändern, wir müssen Internetseiten sperren, das und das und das müssen wir machen. Um natürlich irgendwie die alle hier vor Kinderpornos zu schützen. Ja, ist ja schön und gut. Ist ja schön und gut. Aber ich könnte wetten, das wird alles für so viel eingesetzt und nicht wirklich mit dem Haupthintergrund irgendwie, ja, die Kinder zu schützen, ne? Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das sind zwei Sachen, die sind wirklich, keine Ahnung, in letzter Zeit kommt das extrem oft vor, vor allem dieser Kinderporno-Hammer. Was? Du bist dagegen, dass man das macht? Bam, du magst ja Kinderpornos. Das ist total bescheuert eigentlich, ne? Wenn man sich mal überlegt, eigentlich sind beide Argumente, ja, da wird ja immer, es ist ja eh in Deutschland schwierig, was in dieser Richtung zu sagen. Weil egal was du sagst, dann kommt gleich die erste, oh, das kannst du nicht sagen, oh, ist ja ganz schlimm. Ne? Obwohl man ja eigentlich gar nichts Schlimmes sagen will. Aber das ist echt so ein Thema in Deutschland, das ist schlimm. Es kommt ja auch immer wieder auf, zum Beispiel, sowas wie, ey, beim besten Willen, ich kann es mir nicht erklären, aber
kommt ja immer auch bei irgendwelchen Musikgeschichten, kommt das auf, so Rammstein zum Beispiel. Rammstein wäre ja voll rechts. Ja, Leute, habt ihr euch, also es gibt ja echt ernsthaft Leute, die das erzählen, ja? Es gibt ja ernsthaft Leute, die sagen, hier, Rammstein, voll rechts. Ich habe keine Ahnung, wie die da drauf kommen, ehrlich gesagt. Die haben sich weder was geleistet in der Richtung, noch verstehe ich verstehe überhaupt gar nicht, wie man auch nur ansatzweise drauf kommt. Ja, weil sie Deutsch singen, aber das machen doch noch mehr. Ja, ich verstehe es nicht. Und dann kommen dann die Kritiker und sagen, ja doch, natürlich, Rammstein voll rechts und Nazi und überhaupt, weil, jetzt kommt die genialste Begründung überhaupt, weil auf Rammstein-Konzerten manchmal Leute der rechten Szene sind. Ja, der Fuck, Rammstein ist eines der, ich sag mal, beliebtesten und bekanntesten und international bekanntesten Bands, die wir haben aus Deutschland, ja. Allein schon, wie viele Leute da sind, dass dann aber auch der ein oder andere rechte Depp rumhüpft, das lässt sich ja wohl nicht ausschließen. Und da kann ja beim besten Willen Rammstein nichts für, oder? So, oder sollen die irgendwie am Eingang Nazi-Check machen? So, wie auch immer das gehen soll. Das ist ja auch schon wieder der nächste Schwachsinn, ja? Also das kann man doch der Band nicht vorwerfen, dass dann auf ihren Konzerten, wo hunderttausende Leute sind, mal einer oder ein paar aus der rechten Ecke sind. Die Begründung ist total bescheuert, ja? Also weiß nicht. Also mir ist da Rammstein... Das ist ein doofer Vergleich. Mir ist da Rammstein tausendmal lieber, als wenn ich mir Florian Silbereisen oder so angucken müsste, ja? Und bei dem kommt doch auch keiner auf die Idee zu sagen, hey, guck mal, beim Florian Silbereisen im Publikum, da sitzt auch manchmal der ein oder andere. Da sitzt vielleicht sogar mal ein oder andere, der tatsächlich im Zweiten Weltkrieg noch dabei gewesen ist. Oh, Florian Silbereisen ist ja auch schon, geht ja schon in die richtige Ecke, in die rechte Ecke. Sagt doch auch kein Mensch, ja? Deswegen verstehe ich da manchmal die total aus der Luft gegriffenen Diskussionen um solche Sachen nicht. Ach, das ist echt so ein Thema, das haben wir in Deutschland wirklich extrem gut drauf. Und ich finde es einfach auch ein bisschen, da muss man jetzt natürlich wieder aufpassen, wie man das sagt. Ich meine, wenn man sich überlegt, man führt jetzt, die rechten Leute, irgendwelche Nazi-Themen plus Kinderpornos in irgendwie als Begründung für irgendwas an und benutzt es eigentlich nur, obwohl man eigentlich was ganz was anderes machen will, dann ist es doch für alle Opfer eigentlich. Und das ist das, was sie ja immer eigentlich erzählen wollen. Ja, wir wollen schützen, wir wollen machen, wir wollen aufklären und sonst was. Ist es doch für alle Opfer, egal aus welcher Richtung, eigentlich total pervers, dass dann quasi das als Argument für was genommen wird, worum es eigentlich gar nicht geht, oder? Ja, also ich meine, wenn jetzt einer was sagt, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das ist in Deutschland so hart, du musst so aufpassen, wie du was sagst in dieser Richtung, ja? Das ist der Wahnsinn, weil da schon wieder gleich der Erste kommt und sagt, hoho, ja, der Max hat das gesagt, hier Kinderpornos und hier und Nazi und überhaupt. Also, wenn man sich das mal überlegt, die Zeit damals, wo die Nazis noch was zu sagen hatten, da war es ja bisschen schwierig, sich zu gewissen Themen zu äußern. Sagen wir es mal so. Oder generell, wenn da einer was gesagt hat, was bestimmten Leuten nicht gepasst hat, dann konnte es durchaus sein, dass es dem danach nicht mehr so gut geht. Und dass man jetzt ausgerechnet, also quasi diese Zeit oder, wisst ihr, das anführt, als Grund, um quasi genau das Gleiche zu machen, ohne mit einem zu reden, einfach argumentlos Bam Nazi-Hammer zu machen, ist doch eigentlich schon, ja, so durch die Brust ins Auge, total bescheuert. Also man macht eine ähnliche Sache, was damals kritisiert wird, mit diesem Argument, ne? Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Da kannst du ja echt immer Kopf auf Tisch irgendwie so, ja? Und selbst wenn, ja, wenn jetzt da mal wieder irgendwie einer ankommt, wir haben ja ein paar, ja? Die dann immer anrücken und sagen, hier, was weiß ich, Türken raus, Ausländer raus und noch andere Dinger, dann ist das ja, dann soll er das doch halt von sich geben. Dann soll er das doch halt von sich geben. Er muss nämlich auch mal eine Sache sagen. Ich meine, nur weil einer was Kritisches jetzt über irgendwelche Ausländer sagt, heißt es ja nicht unbedingt, dass er gleich ein Nazi ist, ja. Beispielsweise gibt es genug Leute, die im Internet oder überall beispielsweise sich kritisch über die Situation so im Nahen Osten und Israel drumherum äußern. Da kommen auch wieder gleich total viele an. Oh, böser Nazi, böser sonst was. Hey, nur weil jetzt irgendjemand was aus der aktuellen Zeit kritisiert, muss der doch nicht gleich ein Nazi sein, muss doch nicht gleich jemand sein, der sich an irgendwelchen Massenmorden beteiligen will, oder? Nur, der kann er das doch sagen. Ja, und wenn das ein Schwachsinn ist, was er sagt,
dann kann man das doch auch anders lösen. Kann man sagen, hier, guck mal, totaler Blödsinn, stimmt überhaupt nicht. Ja, also es ist nicht jeder, der da was in der Richtung sagt, ist automatisch gleich Nazi. Das ist ja der Schwachsinn an der ganzen Sache, dass alle immer direkt gleich Nazi-Stempel aufgedrückt kriegen. Also, naja, gut. Würde mich mal interessieren, was ihr zu diesem Thema denkt, weil das ist echt ziemlich verbreitet und wird überall gerne eingesetzt, um irgendwelche Leute, die was sagen wollen, gleich mal hier, bam, weg. Aber, naja. Ich weiß übrigens nicht, was ich hier in den Hintergrund packe, muss ich mal gucken. Aber es ist echt komisch. Und an der Stelle muss man auch nochmal, eine Sache muss man auch sagen, ja. Wir haben genug Idioten, die hier rummeckern von wegen Ausländer raus und sonst was. Wir haben aber auch, ohne Scheiß, genau den Gegenteil, das Gegenteil. Also das nimmt sich überhaupt nichts, ja. Also wir haben ja aus allen Richtungen haben wir hier irgendwelche Leute. Wir haben einmal die so nach dem Motto Ausländer raus, man muss sie alle umbringen. Dann haben wir die andere Ecke, die sagt, ho, wir sind doch alles Freunde. Dann haben wir die anderen, die am liebsten hier irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche, so das Land komplett umkrempeln würden. Dann haben wir irgendwelche andere, in Frankfurt ja ganz besonders beliebt, irgendwelche islamischen Leute, die dann da rumpredigen auf der Straße und Zeug erzählen und dich da vom einzig wahren Glauben bekehren wollen. Wir haben sie ja alle hier. Wir haben ja alle hier. Also es ist egal aus welcher Ecke. Deswegen finde ich es ja gerade wichtig, weil wir ja aus so vielen Ecken hier Leute am Start haben. Und vor allem auch aus jeder extremen Ecke haben wir Leute am Start, ja? Denkt euch eine Ecke und dann die am weitesten, wie man in der Ecke sein kann. Also die ganz extremen haben wir auch von jeder Ecke am Start. Deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass man eigentlich nicht jetzt anfängt mit so Pauschalsachen. Bam Nazi, bam Kinderporno, bam Terrorist. Gibt's ja noch mehr, kannst ja noch mehr erweitern. Terrorist natürlich auch eine tolle Geschichte. Wo man gleich einen in die Ecke schieben kann, so. Dass man da gerade sich mal drüber labert, was die Leute denn so von sich geben, weil, meint ihr denn irgendjemand, ja, der sich vielleicht irgendwie zu irgendeiner extremen Ecke hingezogen fühlt, ja, sei es jetzt, dass er sich in die rechtsextreme Ecke gezogen fühlt oder dass er irgendwie, was weiß ich, sich im Terrorcamp zum Glaubenskrieger ausbilden lassen will, was weiß ich, meint ihr denn, solche Leute, lassen sich, oder naja, gut, überzeugen, wenn sie sich eh nicht lassen, aber, es ist doch besser, wenn man über solche Themen normal diskutiert, dass die Leute auch verstehen, was denn die Gegenargumente sind gegen sowas, anstatt gleich mit der Standardsache drauf zu hauen, wo eigentlich sich dann der vielleicht eh schon da in die Richtung sich hingezogen fühlt, sagt, ja und jetzt erst recht, ja. Da geht's denen doch erst recht auf den Sack, wenn da nicht drüber geredet wird, ja. Da haben sie noch mehr das Gefühl, es wird nicht verstanden und anstatt da einfach mal ganz normal drüber zu reden, wenn jetzt einer mal was in der Richtung sagt, wird gleich gesagt, boah, hier, Terrorist, Nazi, Kinderpornos, was auch immer. Ja, das ist eine Sache, die nervt mich wirklich. Das geht auch sehr schnell und das machen sie alle, durch die Bank weg, ja, in irgendwelchen Talkshows, im Fernsehen, im Internet, im Forum, unter YouTube-Kommentaren, vollkommen egal. Das kommt überall und auch wirklich von Leuten, wo man das eigentlich gar nicht denkt, wo man eigentlich wirklich denkt, die sind eigentlich in der Lage, normale Sachen von sich zu geben. Sogar die kommen mit so einem Kram an. Naja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt. Ist ein heikles Thema, ich weiß. Es ist eigentlich totaler Witz, dass man da so extrem aufpassen muss, was man sagt, dass dann nicht gleich wieder irgendwie einer ankommt und sagt, oh, du bist ja pro das, du bist ja pro das. Also ich kann nicht sagen, ich bin eigentlich ziemlich wenig pro von irgendwas. Hauptsache, sie lasst mich in Ruhe. Egal von welcher Seite sie kommen. Ich will mit denen eigentlich alle nichts zu tun haben. Ich will mit keinen extremen Leuten eigentlich irgendwas zu tun haben, sage ich euch ganz ehrlich. Weil die haben alle immer einen ziemlich schweren Schaden meistens. Und mit denen willst du eigentlich normalerweise nichts zu tun haben. Ja, gut. Aber Schluss, schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt. Schwierige Geschichte. Würde mich mal interessieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.